Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Taschenvergleich. Ich habe in der Vergangenheit ja schon mal gleich das ein oder andere Video gemacht, wo ich zwei Taschen miteinander verglichen habe, die sich möglicherweise sehr ähnlich sind. Habe schon ganz viel über What's in my bag und Reviews gesprochen und habe jetzt schon wirklich seit langer Zeit vor, dieses Video zu drehen. Und zwar möchte ich mit euch sprechen über meine Black Beauty, die Chanel Trendy CC in der kleinen Größe. Und zwar im Vergleich zur Pochette Métisse von Louis Vuitton. Das sind zwei Taschen, die sich sehr, sehr ähneln. Die erste Pochette Métisse, die ich hatte, ich habe sie alle hier mitgebracht, war ja meine rote Pochette Métisse, die ich mir 2017, 18, ich weiß es ja gar nicht mehr, 17 oder 18, gekauft habe und mit der ich so happy war, dass ich mir sie dann auch noch in Monogramm gekauft habe. Und weil ich dieses Taschenformat derart liebe, dazu kommen wir gleich noch, habe ich mir dieses Jahr von Chanel die Trendy CC gekauft. Und ich kann euch sagen, ich trage diese Tasche deutlich häufiger als meine Chanel Jumbo, die ich in Kaviarleder habe. Und ich bin eigentlich ein Befürworter von Kaviarleder, weil ich es bei vielen Taschen tatsächlich optisch schöner finde. Viele finden ja Lammleder schöner, aber es ist ja, Geschmack ist sehr subjektiv. Momentan gefällt mir Kaviarleder grundsätzlich besser. Allerdings muss ich auch sagen, ich kann mir mittlerweile gar keine Chanel Trendy CC mehr in Kaviarleder vorstellen. Keine Ahnung. Ich bin so an dieses Bild wahrscheinlich auch gewöhnt. Aber einfach, weil dieser Aufbau so viel praktischer für mich ist als die Jumbo, trage ich die einfach deutlich mehr aktuell. Genau, ich habe mir eine lange Liste gemacht mit Dingen, die sich unterscheiden. Dinge, die gleich sind. Ich habe mir das hier alles wunderbar in meinem Planer notiert. So sieht das Ganze aus. Ich habe es ein bisschen runtergeschrieben. Also nicht die schönste Handschrift heute. Aber werde mir das hier ein bisschen hinlegen, damit ich nichts von euch vergesse und das Ganze möglichst vollumfänglich ist. Von daher lehnt euch entspannt zurück und ganz viel Spaß beim Video. Der Einfachheit halber arbeiten wir mal mit zwei Taschen und die dritte bleibt unten, die hole ich dann nach Bedarf nochmal nach oben. Fangen wir doch mit dem an, worin sie sich gleichen. Die Größe, muss man sagen, ist ungefähr gleich. Beide haben einen Top-Handle. Man kann beide Taschen Crossbody tragen. Die Chanel Trendy CC hat hier diesen Top-Handle, die lange Kette, die momentan in der Tasche ist. Und hier in der Pochette Métisse war ich das immer in der Tasche drin auf. Wunderbar, man kann sie über der Schulter tragen, aber auch perfekt Crossbody. Beide haben ein Fach auf der Rückseite, natürlich das eine mit Reißverschluss und das andere ohne. Es gibt beide Taschenmodelle in ganz vielen verschiedenen Farben. Also ganz viel ist vielleicht auch übertrieben, aber die Pochette Métisse gibt es zum Beispiel, wie ich ja schon gezeigt habe, in dem Monogrammmuster. Es gibt ja auch im Monogramm Revers, da ist der untere Part hier, sieht dann aus wie auf meiner Tasche. Und die Klappe und auch noch der Bereich dann hier hinter, der ist dann quasi umgekehrt. Das heißt, dieses hellere Braun ist dann über die Klappe verteilt und das LV-Muster und die anderen Symbole, die sind dann in dem dunkleren Material. Dann gibt es sie halt in dem Empreinte-Leder, da gibt es sie in diesem Rot, wobei dieses Rot ist tatsächlich die alte Kollektion, den gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Es gibt jetzt aber einen neuen Rotton. Dann gibt es sie in Puder, also in so einem Rosaton, es gibt sie in so einem gebrochenen Weiß-Beige, es gibt sie in Schwarz und es gab sie auch immer in Blau mit so einem roten Rand. Das sind so die Farben, an die ich mich jetzt zuletzt erinnere. Und bei der Trendy CC ist es so, dass es die halt auch in verschiedenen Farben gibt. Schwarz ist so der Klassiker, den man immer sieht. Manchmal sieht man aber auch, was habe ich schon gesehen, ein Mintton, ein Navy, auch so ein Puder-Beige-Ton habe ich gesehen. Also auch die gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt sie immer nur in Lammleder, zumindest habe ich sie noch nie anders gesehen. Bei den Taschen von Louis Vuitton ist es so, dass es sie halt entweder immer in diesem groben Leder gibt oder halt aus Canvas. Von daher gibt es da jetzt auch keine unterschiedlichen Ledervarianten. Was auch alle Taschen gemein haben, ist, dass sie, soweit ich es gesehen habe bisher, immer mit goldener Hardware kommen. Die von Louis Vuitton auf jeden Fall.
Und die Chanel Trinity CC habe ich bisher auch immer nur in Champagner-goldener Hardware gesehen. Genau, das sind so Gemeinsamkeiten. Was sie auch gemein haben, und das zeige ich euch, glaube ich, am besten bei der Pochette Métisse, ist, dass sie drei Innenfächer haben. Also sowohl die Chanel Trinity CC als auch die Pochette Métisse haben quasi zwei größere Fächer und dann hier hinten noch so ein flaches Fach. Auch das haben sie miteinander gemeinsam. Jetzt überlege ich gerade, beide Modelle sind, wie ich behaupten würde, Klassiker. Also die Pochette Métisse gibt es ja jetzt schon seit mehreren Jahren und die gibt es bei so vielen im Kleiderschrank. Da mag der eine oder andere denken, naja, man sieht sie ja überall, da ist nichts Besonderes mehr dran. Aber es ist halt dadurch einfach ein Klassiker und sie ist halt ein Klassiker, weil sie so unglaublich praktisch ist. Und drauf, wenn sie jeder im Kleiderschrank hat, dann hat halt jeder die perfekte Tasche, wo perfekt viel reinpasst. Also zumindest für meine Verhältnisse. Und die Chanel Trendy CC ist ein Modell, das gibt es jetzt, ja, ich würde sagen, nicht ganz so lange wie die Pochette Métisse, immer halt auch schon ein paar Jahre. Und das ist auch ein Modell, was sich mittlerweile wirklich stark auch als Klassiker durchgesetzt hat. Und ich kenne viele andere, denen es ähnlich geht wie bei mir, die Trendy CC den Klassikern vorziehen, einfach weil dieser Top-Händel und der lange Gurt gemeinsam bei dieser Tasche sind und man diese tolle Aufteilung hat. Und deshalb ist auch die mittlerweile ein absoluter Klassiker. Ja, beide haben eine besondere Schließe. Die Chanel hat die klassische CC-Schließe. Bei Louis Vuitton ist es hier dieser Klickverschluss. Was haben wir denn noch? Ach ja, was ich auch noch dachte. Ich habe so überlegt, wie schwer sind die Taschen denn? Und fand die so relativ gleich, muss ich sagen. Ich habe keine normale Waage mehr. Ich habe sie hier auf meinen Thermomix auf die Waage gestellt. Ich blende euch hier die genauen Gewichtsangaben ein. Das ist alles in Gramm. Wenn ich es noch richtig weiß, dann lag die rote am niedrigsten mit irgendwas bei 600 Gramm. Dann kam die Monogramm-Pochette Métisse. 792 Gramm, wenn ich es noch richtig weiß. Und was mich dann doch überrascht hat, war, dass die Trendy CC bei knapp unter 1000 Gramm, nämlich bei 940, ich blende es euch wie gesagt ein, Gramm liegt, also damit am höchsten ist, weil ich hatte gedacht, dass die beiden sich schon, na, wobei jetzt merke ich doch, dass die so ein bisschen schwerer ist. Ja, sie ist ein bisschen schwerer doch als die beiden. Da sind die beiden doch irgendwie dichter zusammen. Also für wen das eine große Rolle spielt, der sollte da vielleicht nochmal aufs Gewicht achten. Wobei ich finde, das sind für mich ja meine großen Taschen. Ich glaube, für viele sind das eher kleinere oder so mittelgroße Taschen. Dementsprechend kann man sie auch gar nicht so voll befüllen, dass man nachher das Problem hat, dass sie vielleicht viel zu schwer aufliegen. Deshalb ist, glaube ich, das Gewicht der Tasche nicht ganz so entscheidend. Aber manche haben das ja wirklich, dass sie da eher sensibel sind. Also von daher die unterschiedlichen Gewichtsangaben einmal für euch. Von der Größe her ist es ganz witzig, weil alleine schon die Pochette Métisse in Leder versus Monogramm ein bisschen unterschiedlich ist. So von vorne sind sie quasi gleich groß. Von der Höhe her auch. Von der Breite her muss man sagen, dass die Ledertasche ein bisschen breiter ist als die aus Canvas. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Der Canvas-Stoff ist so ein bisschen dünner und das Leder, was hier verwendet wurde, ist so ein bisschen dicker. Trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich ungefähr gleich viel reinbekomme. Deshalb fällt das da nicht weiter ins Gewicht. Bei der Trendy CC, wir nehmen mal die Pochette Métisse en Prince. Es ist von der Größe her so, dass, gut, den Henkel muss man sich natürlich einmal wegdenken, aber von der Größe her ist die Pochette Métisse so rein, was das Taschenfach angeht, so einen halben Zentimeter höher. Und von der Breite der Tasche, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie ich mir das gut angucken kann, so von oben vielleicht, da kann man schon sagen, dass es so 2 Zentimeter Unterschied sind, dass die schon tiefer ist. Was nicht heißt, dass es mehr reinpasst, weil man kann ja hier ganz gut erkennen, auch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, dass die Tasche hier nach unten ja so auseinandergefächert ist. Auch mehr als bei der Pochette Métisse. Die geht vielleicht ganz, ganz minimal auseinander.
Und hier nach oben geht sie dann wiederum aber so ein bisschen zusammen. Das heißt, man bekommt hier oben nicht so wahnsinnig viel in der Breite rein, zumindest halt nicht im Verhältnis zu unten, wo ein bisschen mehr Breite da ist, aber halt auch, weil die Fächer so auseinander genäht sind. Das ist hier nicht so der Fall. Ja, und was haben wir noch? Die Höhe, die Breite der Tasche. So, die Breite der Tasche, muss man sagen, die ist wirklich fast 1 zu 1, kann man eigentlich behaupten. Ja, das zu Größe und Gewicht. Deutliche Unterscheidungsmerkmale. Also einen Komfort beim Tragen, worin sie sich wirklich deutlich unterscheiden, ist der Henkel. Also beide haben einen Henkel, weshalb ich ja, also das ist ja so mein Taschenformat, eine Tasche, die einen Top-Handle hat und die ich trotzdem Crossbody tragen kann. Mein absoluter Favorit. Angenehmer noch zum Tragen ist tatsächlich die Pochette Métis. Einfach weil der Henkel runterklappbar ist und dadurch nicht die ganze Zeit gegen den Körper drückt. Und auch wenn man die Tasche öffnet, wenn man sie Crossbody trägt, dann legt sich das Ganze einfach am Körper an. Während wir bei der Trendy CC das Problem haben, wenn wir hier jetzt die Tasche öffnen und dann hoch und dann die Klappe zurücknehmen, dass der Henkel leicht gegen den Oberkörper drückt. Das Gute jetzt nochmal im Verhältnis zur Coco-Handle, die Chanel ja auch anbietet, ist, dass bei der Trendy CC dieser Henkel zumindest auf diesen goldenen Elementen hin und her rutschen kann. Das heißt, er kann sich ein bisschen vom Körper wegbiegen, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Bei der Coco-Handle ist der Griff anders verarbeitet und geht direkt in die Tasche rein, sitzt also nicht auf. Der ist zum Beispiel immer genau in den Bauch, weshalb ich als Crossbody-Typ mich damals für die Trendy CC und nicht für die Coco Handle entschieden habe, einfach weil das etwas praktischer zum Tragen ist, gerade wenn man die Tasche Crossbody trägt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal beim Thema Henkel bzw. Crossbody-Gurt ist, dass die Kette hier bei der Trendy CC, aufgepasst, seit den Modellen von diesem Jahr aber auch erst, nicht mehr abgenommen werden können. Ich zeige euch das mal, wenn ich die Kette hier einmal durchziehe und sie hier jetzt einmal ganz rausguckt, dann sieht man, dass hier dieses runde Plättchen ist und die Tasche bzw. der Gurt nicht mehr abnehmbar ist. Bei den Modellen vor diesem Jahr ist es so, dass es hier kein Plättchen ist, sondern ein Stift und dadurch konnte man die Kette tatsächlich auch abnehmen. Hat dann aber, und das habe ich auch schon häufig als Nachteil gehört, immer das Problem, dass man hier so ein großes leeres Loch hat, was nicht so gut aussieht. Und dass auch beim Tragen selber dieser Stift manchmal rausgeht. Weil wenn der dann in die Tasche reingeht und in einem blöden Winkel wieder nach oben, dann geht er halt einfach durch und hält halt nicht so gut. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich eines der neueren Modelle habe, wo wir dann schon die runde Platte haben. Und ich finde es auch ganz schön, selbst wenn man die Kette selber quasi nicht nutzen möchte und sie deshalb abnehmen würde, ich finde es ganz schön, wenn man sie einfach hier hängen hat. Oder man kann dann zum Beispiel auch, das mache ich dann zum Beispiel auch ganz gerne, wenn ich sie in die Hand nehme, den Griff einmal hier hinten drehen, hier rüberlegen, dann hängt sie nicht so lang runter. Man hat hier noch so ein kleines nettes Detail. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn die Kette da dran ist. Ich finde es im Grunde ganz schön. Und was man hier auch ganz gut erkennen kann, ist noch ein kleiner Unterschied, aber das ist natürlich, weil jede Tasche auch wieder ein bisschen anders gearbeitet ist, ist, dass wir hier noch ein bisschen mehr Goldelemente in dieser Tasche drin haben, weil wir hier oben auf diese Platte haben, wo Chanel draufsteht. Hier habe ich euch eben schon gezeigt, ist einfach der Henkel, da ist jetzt kein weiteres Goldelement. Anders als hinten, wenn wir uns den Reißverschluss und die Rückseite nochmal angucken, dann hat das klassische Mona Lisa Lächeln die Tasche hier hinten natürlich kein Reißverschlussfach. Das ist einfach nur ein offenes Einsteckfach, was ich bei den Taschen nie benutze. Ich hatte mal eine Vintage Jumbo, die ich dann aber auch irgendwann verkauft habe. Und das war die einzige Chanel Tasche, wo ich dieses Mona Lisas Lächeln benutzt habe, um mein Handy reinzutun. Ansonsten möchte ich aber diese Tasche auch nicht so richtig ausstretchen. Ja, was habe ich da sonst mehr reingetan? Vielleicht ein Theaterticket.
aber auch mehr so ein kleines, wenn man dann auch schon vor Ort war, weil ansonsten hätte ich auch Angst, ob es mir hier rausfällt. Im Grunde benutze ich dadurch die Tasche halt nicht wirklich. Ganz anders als bei der Pochette Métis. Da gefällt mir die Rückseitentasche nicht nur optisch auch sehr gut, also ich liebe auch Mona Lisas Lächeln, aber da ist sie für mich auch wirklich funktionell. Was man ganz gut sehen kann, ist bei den Embrun-Taschen, da ist immer noch hier so ein Lederelement da, um den Reißverschluss auf und zuzuziehen. Bei der Pochette Métis, und dabei fällt mir ein, ich glaube, ich habe die beiden Taschen auch schon mal miteinander verglichen. Das Video verlinke ich euch unten mal, falls euch das auch interessiert. Da habe ich hier quasi nur den goldenen Reißverschluss ohne Monogramm-Element noch zum Ziehen. Ne? Also da ist nicht dieses Element noch dran. Und diese Tasche hier hinten geht halt quasi einmal über fast die komplette Taschenrückseite und ist für mich immer perfekt, um mein Handy da reinzupacken. Dann muss ich nämlich nicht immer die Tasche auf und zu machen, wo dann alles drin ist. Hab das Handy hier richtig schön an der Rückseite, gut versteckt am Körper dran liegen. Entschuldigung, da muss ich einmal hixen. Und das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall packe ich da immer mein Handy rein. Das finde ich einfach super praktisch. Deshalb ist diese Rückseitentasche für mich deutlich besser als die von der Chanel 20cc oder auch von jeglicher Chanel, weil ich da die Taschen einfach nicht nutze. Ist aber auch nicht schlimm, dafür finde ich da ein anderes Fach. Genau, Gurt nicht abnehmbar, lassen wir mal kurz drüber lesen. Ja, auch ein sehr schöner Unterschied ist das Material. Bislang wurde die 20cc immer nur in Lammleder produziert. Das ist dieses wunderschöne, glänzende Leder. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, dass ich prinzipiell mehr ein Kaviar-Freund bin. Die 20cc wird bislang allerdings nur in Lammleder hergestellt, so mein Kenntnisstand. Es gibt sie noch in einer anderen Größe. Auch ein Unterschied zur Pochette Métis, die immer in einer Größe nur erhältlich ist. Das hier ist, man mag es kaum glauben, aber die kleine Größe der 20cc. Es gibt auch noch eine größere Größe. Die hier ist, glaube ich, vom Fachbegriff her die Small und die nächstgrößere ist dann die Medium. Also auch wieder ein Unterscheidungsmerkmal, dass man hier zwei Größen hätte. Bei der Pochette Métis hat man nur eine Größe. Und man kann aber hier entweder das klassische Kilting bekommen. In anderen Kollektionen gab es beispielsweise aber auch schon mal dieses gekiltete Muster dann mit doppelt so großen Quadraten, immer in Lammleder. Ich meine auch Lackleder nicht gesehen zu haben. Also ich meine, ich habe hier immer nur Lammleder gesehen. Und damit haben wir einfach einen Unterschied zur Pochette Métis. Wie gesagt, es gibt die Pochette Métis auch im Canvas, wir haben sie eben gesehen. Aber wenn man jetzt die Lederarten vergleicht, dann ist das Leder von der Pochette Métis deutlich unanfälliger und robuster. Ich habe nämlich hier zwar kein Kaviarleder so richtig, aber das ist so richtig strukturiert. Da kann ich mit den Fingernägeln so rüberreiben. Das tut der Tasche überhaupt nichts. Man sieht nichts. Sie ist unglaublich robust. Das werde ich euch mit der 20cc jetzt natürlich nicht demonstrieren, weil da würdet ihr sofort alles drin sehen. Und ich erinnere mich auch noch, wie ich sie ausgepackt habe und direkt, ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt ist, den ersten Kratzer, einen Mini-Kratzer vom Fingernagel drin hatte. Ich finde das alles nicht ganz so wild. Also der erste ärgert mich dann immer, der zweite, dritte nicht mehr. Weil das ist einfach eine Tasche. Ich will die Taschen mit Leben füllen und dazu gehört dann auch der ein oder andere Kratzer. Das ist genauso, wie ich irgendwie ein paar Narben oder so am Körper habe. Dadurch erzählt sie auch erst ihre Geschichte und kriegt ihr richtiges Leben sozusagen. Aber falls ihr jemand seid, dem solche delikaten, weichen Leder eher beim Tragen ängstigen würden, dann ist die Pochette Métis definitiv die bessere Wahl. Die gibt es ja, wie gesagt, auch in Schwarz, weil das Leder einfach deutlich robuster ist. Da müsst ihr euch nicht so viele Gedanken machen. Das gleiche gilt übrigens auch fürs Innenleben. Bei der Pochette Métis ist das hier dieser rot gestreifte Stoff. Die Deckklappe, die ist noch aus Leder. Und bei der 20cc ist es so, dass innen drin, ich habe da jetzt das ganze Verpackungsmaterial, ich hole das mal gerade raus, um euch das gut zeigen zu können. Aber die ist von innen komplett
aus Leder. Das macht die Tasche auch teurer als die Coco Handle, weil die Coco Handle, da gab es viele, jetzt habe ich aber auch schon ein Modell gesehen, was innen auch aus Leder war, aber viele Coco Handle Modelle sind innen drin aus, nicht aus Leder, sondern auch aus Stoff. Dann sind sie immer günstiger, weil halt nicht so viel teures Leder verarbeitet worden ist und auch nicht, auch teilweise nicht unerheblich. Von daher war auch hier ein Unterschied zur Pochette Matisse. Und ich habe euch eben ja auch schon die Pochette Matisse einmal von innen gezeigt. Ich nehme den Gurt einmal raus. Den kann man übrigens von der Größe verstellen. Auch noch ein Unterschied zur Trendy CC, wo der Gurt nicht verstellbar ist. Man hat hier quasi diese unterschiedlichen Löcher von innen, wie gesagt, der Canvas. Und wir haben hier einfache, offene Fächer. Hier im mittleren Fach ist noch so ein kleines Emblem reingenäht von Louis Vuitton. Aber wir haben hier kein Reißverschlussfach oder keine weiteren kleineren Fächer. Auch da wieder ein Unterschied zur Chanel Trendy CC. Da haben wir das Ganze nämlich. Und wenn ihr jemand seid, der gerne viele kleine Fächer hat und viele kleine Sachen da reinzustecken, dann ist das vielleicht eine nette Spielerei. Man kann hier hoffentlich ganz gut erkennen, dass wir das erste Fach hier haben, wo wir das klassische Modell von den Chanel Klassikern auch sehen, den Chanel Flatbags. Und zwar ist es einmal dieses Fach in der Mitte für den Lippenstift und rechts und links quasi für Puder, Schminkspiegel. Ich habe da beispielsweise auch sehr gerne meinen Kartenhalter von Chanel drin. Und hier ganz hinten ist ein flaches Fach mit einem Reißverschluss. Ich weiß natürlich, ich hoffe immer, dass ihr das sehen könnt, wenn ich das so halte. Und das ist halt auch sehr praktisch, wenn man irgendwie nochmal was Kleines hat, von dem man nicht will, dass das durch die Tasche rumfliegt. Und dass es vielleicht auch so ein bisschen versteckter, nicht so leicht zugänglich ist, dann ist es da praktisch, dass wir da dieses Reißverschlussfach haben. Und in der Klappe haben wir hier nochmal das Logo von Chanel. Das haben wir in der Klappe von Louis Vuitton jetzt nicht, aber das wäre jetzt für mich auch nicht so ein kerniges Unterscheidungsmerkmal. Jetzt muss ich mal wieder einen Blick auf meine Liste setzen. Größen haben wir. Ja, Preis. Meine Güte, der Preis ist auch ein riesiges Unterscheidungsmerkmal. Ich weiß, dass Louis Vuitton jetzt gerade eine Preiserhöhung hatte. Hab jetzt aber nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wo jetzt der Endpreis bei der Pochette Matisse war. Ich blende es euch hier ein. Wenn ich es noch richtig weiß, dann liegt die Tasche entweder jetzt bei 1790 oder 1890 Euro. Für eine Ledertasche von Louis Vuitton ist es eigentlich ein ziemlich guter Preis. Die Pochette Matisse in Canvas, die ist immer noch ein bisschen günstiger. Auch hier wieder, wir haben kein Leder, wir haben ja das Canvas, das ist auch super hochwertig verarbeitet. Die Elemente hier, die sind aus Leder, aber dadurch, dass deutlich weniger Leder verarbeitet worden ist, ist der Preis auch ein bisschen günstiger. Und innen drin haben wir dann hier auch so einen Velourstoff, muss man sagen. Der lag zuletzt bei 1500 Euro und ich meine, liegt jetzt bei 1590 Euro, ist also auch gestiegen. Aber beide Taschen sind unter 2000 Euro. Die Trendy CC ist mehr als doppelt so teuer. Die Tasche ist halt komplett aus Leder, auch von innen. Das müsste sie für mich gar nicht sein. Also ich würde eher 1000 Euro weniger zahlen und innen drin dann Stoff beispielsweise haben. Aber so ist der Aufbau einfach von der Tasche. Deshalb fand ich auch die Coco Handle wirklich sehr interessant, weil mich das gar nicht reizt, dass es von innen unbedingt aus Leder sein muss. Aber das ist halt ein Unterschied, wie der Preis zustande kommt. Ich habe bezahlt 4800 Euro. Ist auch der letzte Preis, den ich für die Trendy CC gesehen habe. Aber da mag es auch schon wieder eine Preiserhöhung gegeben haben. Ansonsten steht die nächste wahrscheinlich auch bevor. Aber 4800 Euro zu auf jeden Fall unter 2000 Euro für die Ledertasche, also die meine rote hier, ist halt wirklich doppelt so hoher Preis. Es ist halt der Name, den man mit bezahlt. Es ist das innere Leder. Es ist mit Sicherheit auch das ein oder andere Element nochmal hier mehr, was so ein bisschen auch schwieriger zu verarbeiten ist wahrscheinlich. Ne? Also hier, dass die Kette Leder durchwoben ist, beispielsweise trotzdem auch diese Goldelemente hat. Der Riemen von der Pochette Matisse, der ist halt komplett
aus Leder und hat nur an den Enden dann die goldenen Elemente. Das ist einfacher herzustellen, vermute ich. Ich kann auch ein bisschen nähen, von daher maße ich mir mal an, das so einzuwerten. Das ist auf jeden Fall aufwendiger zu erarbeiten. Zum Tragekomfort muss ich ja mal sagen, ist auch die Pochette Métisse gerade durch diesen durchgängigen Lederring Crossbody teilweise ein bisschen angenehmer zu tragen, je nachdem, was man anhat. Weil wenn ich jetzt keinen dicken Pullover anhabe, der den Riemen noch ein bisschen abfedert, dann ist zwar das Element vom Lederriemen, das ist wirklich sehr angenehm zu tragen. Aber wie man sehen kann, sind das ja so, würde ich sagen, so gute 20 cm. Und wenn ich das auf der Schulter trage, beziehungsweise vor allem fürs Body, dann habe ich auch immer die Enden, wo das Ganze zu den Kettengliedern rüber geht. Auf der Schulter, auf der Haut, je nachdem, was ich trage. Und dadurch ist das Ganze nicht ganz so komfortabel fürs Body zu tragen, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wieder mit einem dicken Blazer geht das alles. Man spürt aber, auch weil der Gurt im Gesamten halt breiter ist bei der Pochette Métisse, spürt man, dass die deutlich komfortabler zu tragen ist, Crossbody, als die Trendy CC. Ja, und was mir als letztes noch einfällt, ist so, dass der Unterschied in der Verfügbarkeit der Taschen. Die Pochette Métisse, wie ich schon sagte, gibt es, glaube ich, schon länger als die Trendy CC, so wie mir das bekannt ist. Und die war zu Anfang komplett immer ausverkauft. Sie war super schlecht zu bekommen. Alle wollten sie haben. Das gleiche hatte ich auch mit meiner roten Louis Vuitton Pochette Métisse. Die habe ich dann im Online-Shop tatsächlich noch einen Glücksgriff gelandet, dass ich die bekommen habe. Mittlerweile ist es aber so, dass die Taschen immer wieder erhältlich sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie durchgängig erhältlich sind. Das weiß ich nämlich nicht genau. Aber immer mal wieder, wenn ich online gucke, sind sie immer mal wieder erhältlich. Ich habe schon so viele Videos gemacht und die Links immer rausgesucht und mal ist sie verfügbar, mal nicht. Also sie kommt immer wieder sehr, sehr regelmäßig rein, das ist ja regelmäßig zu haben. Bei der Trendy CC sieht das leider ganz anders aus. Ich hatte im Frühjahr das Glück, dass ich mich auf die Warteliste habe setzen lassen. Warteliste. Und hatte dann Glück, dass vor mir welche abgesprungen sind, weil eigentlich wäre ich nicht dran gekommen, hätte jeder vor mir eine genommen. Dadurch, dass die vielleicht sich mittlerweile für andere Modelle entschieden haben oder keine Lust mehr auf die Tasche hatten oder vielleicht anderweitig an die Tasche rangekommen sind, hatte ich aber das Glück, dass ein paar vor mir abgesprungen sind und ich somit in den Genuss kam, dass mir eine angeboten worden ist, als sie dann geliefert wurden. Und weiß aber auch von vielen von euch, die sich dann auch noch interessiert haben, dass die jetzt zum Beispiel auf der Warteliste dann für den Herbst schon standen. Das ist also eine Tasche, die nicht so regelmäßig reinkommt, meiner Erfahrung zumindest nach, wie die Pochette Métisse. Ich denke, dass es sie weiterhin vielfach geben wird. Mein Star beispielsweise hier in Hamburg hatte sich im Frühjahr auch nur die schwarzen bestellt, weil andere Modelle nicht nachgefragt worden waren als Wunsch sozusagen. Deshalb hatten die sich rein die Schwarzen an der Stelle bestellt. Das mag vielleicht auch nochmal regional unterschiedlich sein oder auch von den Ländern her abhängen. Es gibt sie auf jeden Fall immer auch nochmal in anderen Farben. Aber ja, das Thema Verfügbarkeit ist auf jeden Fall aus meiner persönlichen Erfahrung heraus auch nochmal ein sehr großer Unterschied. Ja, ach, es war schön mal wieder über zwei verschiedene Taschen zu sprechen, die sich doch irgendwie relativ ähnlich sind und dann aber auch in vielen Punkten irgendwie sich so in Feinheiten unterschreiben. Und wenn ihr euch jetzt auch überlegt, die eine oder andere Tasche zu kaufen und ihr sagt, Mensch, ich habe die eine schon und überlegt auch, ob ich die zweite auch noch tragen könnte. Also ich trage zum Beispiel die Pochette Métisse in Monogramm oder auch in Enfant-Leder zu deutlich lässigeren Looks, würde ich sagen, weil die Trendy CC ist für mich schon so eine edle Tasche. Alle drei Taschen finden aber sehr regelmäßig Ausgang, vielleicht auch durch meine Farbwahl, weil die Trendy CC ist für mich schwarz, das ist so ein Klassiker. Manchmal habe ich aber auch richtig Lust auf Farbe und wenn ich eine farbige Tasche trage, habe ich ja immer rote Taschen, auch meine Bulgari-Tasche ist ja auch rot. Oder jetzt gerade so im Herbst mit Beige-Tönen, auch mit Schwarz, trage ich dann auch mal sehr gerne die Monogramm-Tasche.
Also ich kann sie wirklich zu vielen verschiedenen Anlässen einfach tragen. Dieses Taschenmodell mit dem, was reinpasst, was für mich absolut perfekt ist. Deshalb bin ich froh, dass ich drei verschiedene Farben habe. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich mir die Pochette Métis auch in schwarzem Ombre-Leder kaufe. Habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich dann doch gerne die von Chanel hätte. Müsste ich jetzt mein Haus verlassen und dürfte nur eine Tasche mitnehmen, dann wäre es, glaube ich, die Pochette Métis in Monogramm. Einfach weil ich finde, dass die Pochette Métis ein bisschen robuster und unkomplizierter zu tragen ist, wo ich nicht aufpassen muss, dass ich mir irgendwie eine Kerbe reinhaue. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Hätte ich jetzt eine schwarze Pochette Métis, dann wäre das quasi meine Wahl, einfach weil ich eine schwarze Tasche dann so einfach bevorzugen würde. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, wäre das hier von den drei Taschen die Tasche, wenn ich nur eine mitnehmen dürfte, wenn ich das Haus verlasse, wo ich die mitnehmen würde. Weil sie robust ist, das Material ist robust, es passt super viel rein. Sie ist sehr bequem, Crossbody zu tragen. Aber ich liebe sie alle. Auch die 20cc trage ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Viel mehr als meine Jumbo, leider. Und es sind alles Taschen, die eine gute Wahl sind. Von daher würde mich jetzt an eurer interessieren, wie ihr an meiner Stelle agieren würdet. Also wenn ihr eine dieser drei Taschen aus eurem brennenden Haus retten könntet, welche würdet ihr retten? Und welche Taschen habt ihr vielleicht auch schon? Und überlegt ihr auch noch, das andere Modell irgendwie nachzukaufen oder so? Ich finde das ja immer total spannend, ob so wie ich die Dinge sehe, auch andere die Dinge so sehen. Oder wenn ihr das anders seht, wie euer Blickwinkel ist. Das finde ich mal total spannend und bringt mich selber auch in zukünftigen Handtaschenentscheidungen sehr viel weiter. Ich hoffe, dieses Vergleichsvideo hat euch geholfen. Im Zweifel auf jeden Fall hoffentlich gefallen. Und dann sehen wir uns bald mit neuen Videos wieder, ihr Lieben. Ciao!